Willkommen meine Zockerfreunde zu einem weiteren Video. Ich möchte euch die Katakomben des Riesengipfels zeigen, die sich im auf dem Berggipfel der Riesen befinden. Ich habe den Weg schon mal frei gemacht. Und ich möchte euch zuerst den verborgenen Teil hier zeigen. Und dafür lassen wir diesen Fahrstuhl einfach noch mal nach oben fahren. Und steigen hier wieder ein und fahren nach unten. Und hier unten werdet ihr eine Asche finden können. Hier taucht noch so eine große Steinkatze auf, die ihr besiegen müsst. Und diese Säulen müsst ihr natürlich auch mit dem Bogen anschießen, damit sie nach unten fahren. Und hier werdet ihr auf eine weitere Steinkatze treffen. Und wenn ihr diese besiegt habt, könnt ihr aus dieser Kiste eine Asche herausholen, und zwar diese hier, die Feuermönch-Asche. Dann fahren wir wieder nach oben. Und dann zeige ich euch, wie man die Tür öffnet. Ich werde die Gegner weitestgehend ignorieren. Wir laufen hier links herein. Hier laufen wir einfach durch. Und dann laufen wir hier links rein und lassen uns nach unten fallen. Das gleiche tun wir auch hier.
und laufen diesen Treppen nach oben. Jetzt hängt er natürlich fest, das ist schlecht. Laufen wir einfach an ihm vorbei. Direkt links rein. Und wieder den Treppen hinauf. Und dann laufen wir hier wieder einfach durch. Lassen uns hier wieder nach unten fallen. Und dann ist hier ein Fahrstuhl, der ist schon nach oben gefahren. Und dann springen wir hier herunter. Und dort hinten ist der Hebel. Und damit können wir dann die Tür öffnen. Und dann können wir einfach zurücklaufen. Und sind dann hier beim Boss. Ich habe jetzt noch einmal an der Gnade gerastet, bevor ich zum Boss gehe. So, und das war's.
Das waren die Katakomben. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen.